Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lukas von Besten.ch und heute möchte ich dir die Balta EVA Video Türsprechanlage vorstellen. Leider konnten wir die Türsprechanlage vom Hersteller nicht in die Firma liefern lassen. Wir haben uns dennoch entschieden, ein Video hier zu erstellen und dir alle wichtigen Informationen zum Thema Türsprechanlage vorzustellen. In dem Fall geht es um die Balta EVA Videotürsprechanlage. Ich hoffe, wir können dir bei deiner Kaufentscheidung später weiterhelfen und wir wünschen dir viel Spaß bei diesem Video. Hey, bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und haben einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du hast unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du gerne mal draufdrücken und dir den Preis mal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Ja, was ist denn der Vor- und Nachteil einer Türsprechanlage? Der größte Vorteil einer Türsprechanlage ist sicher die erhöhte Sicherheit und der bessere Komfort. Gegenüber der klassischen Türklingel lassen sich so Besucher vor dem Öffnen identifizieren, ob in der Wohnung oder im Büro. Schon vor dem Öffnen bekommt man die Möglichkeit, Besucher schnell und ohne großen Aufwand zu überprüfen. Mit einer zusätzlichen Videokamera lassen sich Besucher auch optisch erkennen, denn nur akustisch kann einem ja viel erzählt werden. Insbesondere unerwünschte Besucher können direkt an der Haustür abgewiesen werden. Die große Sicherheit ist vor allem für alle diejenigen hilfreich, welche sich meist allein in der Wohnung oder im Büro aufhalten. Wird unbekannten Personen erst einmal die Tür geöffnet, können schlimmere Dinge nicht mehr verhindert werden. Auch Kinder kann so gut erklärt werden, dass unbekannten Personen nicht die Tür geöffnet werden sollte. Der klassische Türspion ist oft in einer Höhe angebracht, den Kinder gar nicht erreichen können. Wer sowieso schlecht sehen kann, den nützt ein Türspion meist auch nicht viel. Gerade für ältere Menschen ist deutlicheres Bild auf einem guten Display eine große Hilfe bei der Erkennung von Personen. Ein weiterer Vorteil ist auch der Komfort. Neben der erhöhten Sicherheit gehört auch der bessere Komfort zu den Vorteilen einer Türsprechanlage. Mit einem einfachen Knopfdruck öffnet sich die Tür und niemand muss mehr Treppen steigen oder lange Wege in Kauf nehmen. Praktisch kann die Tür sogar vom Sofa aus geöffnet werden oder bei bettlägerigen Personen auch vom Bett aus. Das mobile Innenteil kann man zudem auch einmal mit in den Garten nehmen und verpasst so keinen Postboten oder Lieferdienst mehr. Ja, was ist denn der Nachteil einer Türsprechanlage? Die Nachteile können in der schlechten Funkverbindung und der damit schlechten Verbindung liegen. Störend können sich dicke Betonteile oder Wände und Decken mit Stahlkonstruktion auswirken. Der beste Empfang sollte deshalb vor Inbetriebnahme innerhalb der Wohnung erst einmal getestet werden. Ein weiterer Nachteil sind die benötigten Batterien und Akkus. Diese müssen regelmäßig geladen werden oder ersetzt werden. Also nochmal zusammengefasst, insgesamt haben Türsprechanlagen jedoch mehr Vorteile als Nachteile, was hier nochmal übersichtlich dargestellt wird. Vorteile: Erhöhung der Sicherheit, tragbare Modelle sind sehr flexibel, leicht zu bedienen, akustisch und optisch erhältlich, einfache Montage, mehr Komfort beim Türöffnen, kann den herkömmlichen Türspion ersetzen. Nachteile: Funktioniert nicht bei Stromausfall, Batterien und Akkus müssen regelmäßig ersetzt und geladen werden. Ja, heute geht es ganz speziell um die Balta EVO Videotürsprechanlage. Mit dieser Türsprechanlage erhöhst du deine Sicherheit zu Hause immens. Beispielsweise, wenn eine Person die Klingel betätigt, siehst du auf einem hochauflösenden Monitor, um welche Person es sich handelt. Du musst auch nicht mal die Tür selbst aufmachen. In dem Moment, wenn du die Person vor dem Monitor nicht erkennst, hältst du natürlich dementsprechend die Tür geschlossen. Abgesehen von dem höheren Sicherheitsfaktor ist die Balta EVO Türsprechanlage ausgesprochen komfortabel. Die Bedienung erfolgt über einen berührungsempfindlichen Monitor. Du kannst sogar Fotos oder Videos ihrer bzw. deiner Besucher speichern. Und wenn sich eine Person zu erkennen gibt, dann kannst du sie einlassen. Und das geht natürlich ganz praktisch mit dem Türöffner. Weitere Komponenten wie eine Etagenklingel lassen sich mühelos in das System integrieren. Die Kamera ist mit einer integrierten Klingel und einem beleuchteten Namensschild ausgestattet. Die Technik basiert auf einer Zwei-Draht-Sprechanlage. Diese Technologie lässt sich mit nur zwei Drähten mühelos installieren. Ja, kommen wir zu den technischen Details der Balta EVO. Beim Kauf erhältst du die Türsprechanlage als Komplettpaket mit sämtlichen Installationsmaterial und einem hochauflösenden Farbmonitor. Dieser hat eine Größe von sehr angenehmen 7 Zoll,
ca. 18 cm. Der Monitor ist zudem mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm ausgestattet. Ähnlich wie bei einem Smartphone kannst du also das Ganze bequem eingeben über ein Bedienungsfeld auf dem Monitor. Das System basiert auf einer 2-Draht-Sprechanlage. Diese moderne 2-Draht-Bus-Technologie erlaubt die Übertragung von Strom und Daten über nur 2 Drähte. Und ja, das gibt in dem Moment einen super Installationsvorteil. Die Balta Evo Türsprechanlage ist für die Installation in einem Einfamilienhaus ideal, bietet jedoch auch Systeme für Mehrfamilienhäuser. Wenn es notwendig ist, kannst du das System sogar mit einer Etagenklingel erweitern. Dies ist von Vorteil, wenn in deinem Haus beispielsweise eine Einliegerwohnung liegt. Ja, wir haben noch ein hochwertiges Kameramodul mit Weitwinkelobjektiv. In der Balta Evo Türsprechanlage ist ein hochwertiges Kameramodul integriert. Das Modul ist in der Lage, einen Weitwinkel mit 150 Grad anzuzeigen. Dies bedeutet, dass du auch Personen sehen und identifizieren kannst, die nicht direkt vor deiner Tür stehen. Ungebotene Besucher stellen sich gerne etwas seitlich vor die Klingel, weil sie glauben, von einem Türüberwachungssystem nicht erfasst zu werden. Dies ist bei der Balta Evo Türsprechanlage nicht der Fall. Die Kamera erfasst einen breiten Winkel vor deiner Tür. Dank der hochauflösenden Monitortechnik hat ein Besucher keine Möglichkeit, sich der Kameraüberwachung zu entziehen, wenn er bei dir klingelt. Zudem gibt es eine integrierte Klingel mit Türöffnung. In dem System ist eine Türklingel integriert. Diese befindet sich auf der edlen Platte, die du an deiner Pforte oder an deinem Hauseingang installieren kannst. Die Platte ist aus hochwertigem gebürstetem Aluminium gefestigt. Das Material ist wetterfest und rostet nicht. Neben dem Kameramodul und der integrierten Klingel gibt es ein beleuchtetes Namensschild. So schaffst du dich mit der Balta Evo Video Türsprechanlage nicht nur ein hohes Maß an Sicherheit, du kannst den Eingangsbereich zudem mit dem Modul edel und modern gestalten. Die Balta Evo Türsprechanlage bietet nicht nur Sicherheit, sondern auch eine besonders einfache und komfortable Steuerung. Da die Bedienung wirklich selbsterklärend ist, brauchst du kein technisches Verständnis, um mit der Türsprechanlage zurechtzukommen. In dem System ist eine Freisprecheinrichtung integriert. Wenn du den Besucher nicht kennst, kannst du bequem den Grund seines Besuchs erfragen. Dies ist möglich, ohne die Tür zu öffnen oder dem Besucher entgegenzutreten. Erst nachdem du mit dem Besucher gesprochen hast, entscheidest du, ob du die Tür öffnen möchtest oder nicht. Des Weiteren haben wir noch eine integrierte Stromversorgung. Das System ist mit einer eigenen integrierten Stromversorgung ausgestattet. Dies bedeutet, dass du keine Steckdose für den Betrieb benötigst. Die 2-Draht-Sprechanlage ist direkt mit der Energieversorgung deines Hauses verbunden. Nach der Installation ist die Stromversorgung also dauerhaft sichergestellt. Die Sprechanlage ist geschützt gegen Feuchtigkeit. Das Modul ist nach IP44 gegen Feuchtigkeit geschützt. Dies bedeutet, dass du die Klingel mit integrierten Kamera im Freien installieren kannst. Sie benötigt keine Überdachung oder einen anderen Schutz, um die Videotürsprechanlage von Balta Evo zu betreiben. Hohe Sicherheit auch bei Dunkelheit. Die Kamera ist modernen, energiesparenden Nachtlicht-LEDs ausgestattet. Diese leuchtet den Bereich vor deinem Haus aus. Wenn ein Besucher die Klingel betätigt, bekommt die Kamera ausreichend Licht, sodass die Person vor deiner Tür auch bei vollständiger Dunkelheit identifizierbar ist. Intercom-Funktion: Der Monitor ist mit einer interkommunalen Funktion ausgestattet. Dies bedeutet, dass du die Möglichkeit hast, einen zweiten Monitor innerhalb des Systems zu integrieren. Dies ist in Häusern mit mehreren Etagen sinnvoll. Beide Monitore können im Anschluss miteinander kommunizieren. Kommen wir jetzt zu allen Pro- und Kontrapunkten. Pro-Punkte für die Balta Evo Türsprechanlage: hochauflösender Monitor mit einem überzeugenden Bild, einfache Bedienung auch für Menschen mit geringem technischen Verständnis, optisch ansprechendes Modul mit integrierter Kamera. Kontra-Installation muss durch einen Fachmann erfolgen. Wir kommen zum Ende vom Video. Ich hoffe, ich konnte dir einige Informationen mitgeben, die dir weiter geholfen haben bei deiner Kaufentscheidung. Schau doch mal bitte in der Videobeschreibung rein, dort habe ich einen aktuellen besten Preis zu diesem Produkt verlinkt. Wenn du Fragen haben solltest, dann schreib uns doch bitte einen Kommentar. Ansonsten würde ich mich über ein Abo oder Like freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Lukas von bestens.de.